Guten Tag, mein Name ist Franziska Müller von der RDL Group. Ich möchte Ihnen jetzt den Umkehrosmose Wasserfitte Aquarella vorstellen. Die Aquarella ist ein besonders platzsparendes und modernes Umkehrosmosesystem der neuesten Generation. Die Aquarella hat die Wasseraufbereitung, Speicherung und Entnahme in einem praktischen All-in-One-System integriert. Man mag es kaum glauben, aber dieser platzsparende Umkehrosmose-Wasserfilter vollbringt eine Tagesleistung von 190 Litern und verfügt über 5 Filtrationsstufen, durch die Ihr Trinkwasser von nahezu 100% aller Schadstoffe befreit wird. In einem ersten Schritt werden durch den integrierten Sedimentfilter grobe Partikel entfernt. Danach beseitigt der Nano-Silberfilter Bakterien. Als dritter Filtrationsschritt kommt der Aktivkohlefilter für die Beseitigung von Arzneimittelrückständen oder Lösungsmitteln zum Einsatz. Den Nano-Silberfilter SAFE haben wir zur Verhinderung von Bakterienbildung im Filter selbst integriert und schließlich kommt die laserperforierte Filtermembran zum Einsatz. Ihr Trinkwasser wird nun auch noch von Schadstoffen wie Uran, Nitrit oder Fungiziden befreit. Der integrierte Vorratstank von 1,7 Litern mit einer praktischen Füllstandsanzeige hält jederzeit frisches Osmosewasser für Sie bereit. Einfach den Entnahmebutton betätigen und schon läuft das Wasser in die Karaffe. Die Aquarella lässt sich dank des mitgelieferten Universaladapters innerhalb von wenigen Sekunden anschließen. Mit unserem Universaladapter lässt sich auf einfache Weise jederzeit zwischen der Entnahme von normalem Leitungswasser und dem Betrieb der Aquarella umschalten. Damit Sie die Aquarella garantiert an jeden Wasserhahn anschließen können, liefern wir Ihnen unterschiedlich große Gewindeadapter mit. Für einen besonders komfortablen Filterwechsel erhalten Sie von uns diesen praktischen Gehäuseschlüssel. Nach genauer Analyse von Schwachstellen bisheriger Systeme anderer Anbieter haben wir die Aquarella mit einer Abschaltautomatik produziert, die für eine erhebliche Wasserersparnis sorgt. Auch besitzt die Aquarella keine Verbindungsstücke und Schlauchleitungen im Inneren des Gehäuses. So werden Undichtigkeiten und Druckverlust ausgeschlossen. Die Aquarella wird als Komplettpaket geliefert. Sie lässt sich ohne handwerkliche Fachkenntnisse sicher und schnell anschließen. Schauen Sie mir einfach kurz dabei zu. Öffnen Sie zum Einsetzen der Membran den Deckel des Systems mit dem Gehäuseschlüssel. Entnehmen Sie den Filter aus dem System. Dieser ist aus Transportgründen in das System eingesetzt worden. Setzen Sie die Membran mit der Seite, an der sich die zwei kleinen schwarzen Gummidichtungen befinden, in die Führungsaufnahme der Aquarella ein. Entfernen Sie die Verpackungsfolie des Filters und setzen Sie ihn in das Osmosesystem ein. Mit dem Gehäuseschlüssel schrauben Sie den Deckel wieder fest. Entfernen Sie jetzt das Sieb Ihres Wasserhahns. Und schrauben Sie den passenden Gewindeadapter in die Öffnung. Nun können Sie den Universaladapter an den Gewindeadapter anschrauben. Lösen Sie die Überwurfmutter an der Seite des Universaladapters. Stecken Sie diese über den Schlauch. Nun stecken Sie den Schlauch mit etwas Druck in die Fixierung. Durch das Festziehen der Überwurfmutter wird auch der Schlauch befestigt. Stellen Sie den Hebel des Universaladapters so ein, dass das Wasser ins Umkehrosmosesystem läuft. Mit dem schwarzen Hebel können Sie jetzt wählen, ob das Wasser direkt zur Filterung in das Osmosesystem fließen soll oder wie üblich als normales Leitungswasser an Ihrem Wasserhahn entnommen werden soll.
Auf der Rückseite des Systems befinden sich noch zwei weitere Anschlüsse. Um die Sicherungsstopfen zu entfernen, drücken Sie die weißen Sperrringe der Verbindungsmuffe ganz hinein und können so den Sicherungsstopfen ohne größeren Widerstand lösen. Um einen knickfreien Anschluss der Schläuche je nach Aufstellungsweise zu gewährleisten, stecken Sie bitte bei Bedarf die beiden Winkeladapter in die Verbindungsmuffen. Der grün markierte Anschluss ist für die Wasserzufuhr. Verbinden Sie diesen mit dem Universaladapter. Der schwarz markierte Anschluss ist für das Abwasser. Führen Sie diesen Schlauch in Ihre Spüle und befestigen Sie ihn dort mit Hilfe dieses Saugnapfes. Optional ist auch eine Schelle in der Lieferung enthalten, mit der Sie das Abwasser direkt am Siphon von Ihrer Spüle befestigen können. Lassen Sie den Vorratstank vollständig volllaufen. Die Entnahme des Osmosewassers erfolgt über den Entnahme-Button auf der oberen Seite. Drehen Sie ihn entweder nach rechts oder nach links und lassen Sie die gewünschte Menge Wasser in die Karaffe laufen. Anschließend drehen Sie den Button wieder auf die Grundstellung Lock. Damit Ihr neues Osmosesystem dauerhaft Wasser von bester Qualität liefert, beachten Sie bitte den Filter alle 6 Monate und die Membran alle 24 Monate zu erneuern. Stellen Sie abschließend noch den praktischen Dating-Timer für den nächsten Filterwechsel ein. Mit diesen wenigen Handgriffen können Sie jetzt tagtäglich reinstes und besonders sanftes Wasser genießen.